Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Wohnmonat Mai grünt, blüht und sprießt es eigentlich überall. Aber Achtung, die Hobbygärtner wissen es und alle anderen spüren es. Plötzlich wird es empfindlich kalt und die Eisheiligen sind da. Wir wollen wissen, was die Leute über den Pankratius, den Servatius, den Bonifatius und die kalte Sophie wissen. Ich habe schon gehört, die kommen irgendwann im April oder Mai. Wenn es an diesem Sonntag wüst ist, wo die Eisheiligen sind, dann ist es 7 Wochen wüst. Es ist irgendwie so die heilige Sophie und die Eisheiligen. Ich hoffe, sie kommen nicht dann, wenn ich Ferien habe. Warum es vom 12. bis 15. Mai häufig zu diesen Kälteeinbrüchen kommt, das weiss der Jörg Kachelmann. Vor den Eisheiligen muss man normalerweise im Garten keine Angst haben. Das liegt daran, dass die Eisheiligen 11. bis 15. Mai die gregorianische Kalenderreform nie mitgemacht haben. Eigentlich findet nämlich die Eisheiligen so richtig erst 10 Tage später statt. Und darum sind unsere Eisheiligen 11. bis 15. Mai eigentlich eher warm und selten wirklich kalt. Schöne Aussichten also für die Gartenfreunde. Und wenn es trotzdem frostig werden sollte, muss man vorsorgen und abdecken. Bei Coop gibt es jetzt ein Setzling und viel Zubehör für einen bunten Blumenfrühling. Ideal zum Bepflanzen von einer Rabatte mit sonnigem Standort eignet sich Sommerflor. Zum Beispiel Tagetes, Begonien, Lobelien, Ageratum und Mini-Petunien. An eher schattigen Lagen fühlen sich hingegen die Empathiens wohl, besser bekannt als fleißige Lieschen. Wichtig zum Bepflanzen von einer Rabatte ist das Auflockern von der Erde, das Jäten und das Düngen. Zum Abgrenzen von der Rabatte oder Beet haben wir auch die Buchs im 6er-Set. Bequem und schneller geht es natürlich auch mit den fixfertig bepflanzten Kistchen aus der Terracotta. Sie sehen auf einem Balkon oder auf einem Fenstersims gut aus. Hitfehlen dürfen im Sommer, ob im Garten, auf dem Balkon oder im Kistchen frische Kräuter. Alle diese Kräutchen offeriert euch Coop jetzt in einer grossen Vielfalt und aus biologischem Anbau. Wir kommen zu unserer Kundenfrage. Ab und zu hört man negative Meldungen über das Bulle. Was unternimmt Coop eigentlich für die Qualität und die Sicherheit? Ganz klar. Probleme wie die es Anfangsjahr in Asien gegeben hat, die verunsichern. Eins ist aber sicher, Coop bezieht bereits seit 2 Jahren kein Geflügel mehr aus Asien. Fast 70% des Bulle bei Coop stammt aus der Schweiz. Der Rest hauptsächlich aus Frankreich und Deutschland. Geflügel aus der Schweiz wird in besonders tierfreundlichen Haltungssystemen aufgezogen. Der Konsument sieht sofort, woher das Bulle kommt, weil neben dem Datum und der internen Rückverfolgbarkeit geht, auch die Adresse des Bauern auf der Etikette steht. Beim Naturaplan Freilandbulle und beim Biobulle gelten die strengsten Anforderungen. Die Tiere haben Zugang ins Freiland und können dort ihr natürliches Verhalten ausüben. BTS heisst besonders tierfreundliche Stallhaltung. Neben der Stallhaltung mit natürlichem Tageslicht, unterteilt in einen Aktiv- und Ruhebereich, steht dem Tier ein Wintergarten zur Verfügung. Das heisst, das Tier kann wählen, ob es im Stall sein oder draussen sein. Kontrolliert wird die strenge Tierhaltung übrigens durch unabhängige Organisationen. Alles im Griff also bei der Bulle von Coop. Geflügel ist übrigens bei den Konsumentinnen und Konsumenten sehr beliebt. Es ist eiweißreich und hat einen hohen Gehalt an Vitaminen und Magnesium. Ebenfalls geschätzt wird der geringe Cholesteringehalt und natürlich die unzähligen gelustigen Rezepte. Das war es für heute. Am Sonntag in einer Woche ist Muttertag und wir werden schauen, wo der Brauch herkommt. Vielleicht ist das die Augen der schönen Tag für einen Veloausflug. Wir wünschen euch einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.